Mich ignoriert sie einfach und ich mach noch nicht mal irgendwas. Genau, das ist das Problem. Vielleicht. Können wir aufhören, unsere Bären zu pflücken? Mädchen, Eieieiei. Ja, mir traut sie noch nicht so ganz. Was für ein Boden meinst du denn? Meinst du so ein... Ach so. Du musst erst... Ich glaube, die mag den Justin einfach. Die ganze Zeit bei dir. Bin ich nicht automatisch auf gespalten, wenn er schon auf. Bitte? Also für den Justin halt, der wird automatisch, wenn du das hinsetzt, kann es halbiert werden. Hat er jetzt die Audioeinstellung übernommen? Ja, ne? Hat er. Ja, geht so. Da hinten was gesehen, das will ich mir mal angucken. Meine Frage ist, ist das jetzt schon Meerwasser oder? Ich glaube schon. Macht, ist ja egal, ich kann ja hier eh kein Wasser sammeln. Na Mutti, was ist los? Hast deine Beine schon wieder schmutzig gemacht? Guck mal, jetzt macht sie sich sauber. Geht natürlich mit drei Armen wesentlich schneller als mit zwei. Ein bisschen beneide ich sie ja. So. Aber nichtsdestotrotz. Was hältst du denn von unserer blonden, von unserem blonden Gast Juna? Vielleicht ein bisschen gruselig, aber eigentlich ganz lieb. Habe ich hier nicht eine Höhle gesehen oder habe ich nicht geguckt? Also man kann es übertreiben. Ja gut, ursprünglich wollten sie ja nackt machen. Das war ja bei The Forest 1 genau, das war ja auch bei The Forest so.
Achso, für Grafikeinstellungen. Ich sehe das jetzt nicht so tragisch. Also ich habe es jetzt nicht so extrem gesehen, dass ich mich dafür schämen müsste. Aber die Kleine läuft immer nur bei dir in der Nähe rum, ne? Also beim Justin. Merkst du das? Ja, der ist auch meistens, da gibt es nur einmal auf dem Platz. Wolltest du da raus? Bitte? Also der Justin ist doch immer an der manchem Haus. Der ist hier dann immer da. Hey, jetzt habe ich auch einen darum gekriegt. Yay! Okay. Erst soll ich vorbeikommen und jetzt haut sie ab. Oder will die mich irgendwo hinlocken? Ich glaube, du sollst dir irgendwo folgen, aber ich weiß nicht, ob es irgendwas springt. Ob es überspringt? Wie überspringt? Ob das irgendwas springt. Ach so. Weil dann Hai ist. Also wir sind auch einfach weggeschwommen. Du hast gleich ein bisschen anknabbert, aber es geht schon. Die zeigt mir Schätze. Was? Also die hat drei Beine und drei Arme. Die hat rechts ganz normal zwei Arme und ein Arm und ein Bein und auf der linken Seite jeweils zwei. Ja, das geht ja noch. Hätte man den Muschiklaus von Forest 1 sehen müssen. Der hatte, glaube ich, wie viel Beine hatte der Muschiklaus? Sechs? Und vier Arme? Dieses große, riesige Vieh da. Also bei The Forest musst du dir schon mit... Sie laufen schon ganz komische Mutanten rum. Oder die kleinen Babys, deren unter... Das sah gerade so aus, als würde das dritte Bein. Ja, das sieht auch so aus. Ich habe so ein Ein-Mann-Zelt gefunden. Und da können wir jetzt schlafen und speichern. Ja, das haben wir auch schon probiert. Wer läuft da hinten rum? Ich? Nein. Das ist nicht du. Das ist jemand anders. Lass dich ja nicht dann töten. War das die andere Mutti? Das wäre hübsch genug, hau ab! Also, das ist mir zu billig. Mutti, hm?
Bleib stehen, du Lump! Dieser Lümmel. Werbung. Hai Nummer 1 tot. Kannst du den dann auch auseinandernehmen? Es bringt ja nichts, den Hai zu killen, theoretisch. Wenn ja, man kann den Hai aufs Land schieben. Das würde wahrscheinlich gehen. Oh, oh, ich habe jemanden mit Rüstung. Ja, kein Problem. Der hat schon einiges gefressen. Der ist vor mir weggelaufen. Ja. Ist tot. Die sitzt immer noch hier, nimmt ein ausgiebiges Bad. Der geht's gut. Jetzt kann man den aus Knochen noch machen, weil... Das ist immer so ein bisschen problematisch. Du kriegst halt, wenn du viele Gegner hast, kriegst du echt viele Knochen. Was ist denn los, Justin? Du warst doch sonst immer der Verfechter von den Hugos. Und jetzt hast du keinen Bock mehr? Es gibt ja eine Schädellampe, stimmt ja. Darf ich ihn haben? Der hat mir einen Fisch gebracht. Oh, wie süß. Der hat mir einen Fisch gegeben. Ist ja knuffig. Die ist voll lieb. Ich glaube, die war ein bisschen einsam auf der Insel. Ob die auch dreimal so schnell, ob die auch eineinhalb Mal schneller ist als ich mit drei Beinen? Ich habe keine Ahnung, Justin, aber in der Regel ist der Bart auch manchmal rot. Entschuldigung. Ich kann es mir nicht verkneifen. Oh, voll lieb. Hat mir einen Fisch geschenkt, die Kleine. Ja, ich danke dir. Warte mal, kann ich ihr was schenken? Oh nein. Kann ich nicht. Weiß zwar nicht, wo sie hinguckt, aber... Das mit den Füßen gruselig. Also ein paar Zehen hätten sie ihr schon geben können. Pflückt doch jetzt auch wieder nur unsere Beeren. Ich finde so ein Garten, der auf dem Boden steht, wesentlich wäre angenehmer gewesen. Als diese stehenden Gärten. Finde ich. So wie in The Forest 1. Habt ihr schon eine Idee für die zweite Etage, Jungs? Weil ich bin jetzt blank an Ideen. Nee, ich brauche gerade was anderes auch. Ein Aussichtsturm.
Und die Kleine einkesseln. Ich glaube, die war mal zivilisiert. Und durch die Mutation und hier hat es vergessen. Und jetzt, wo wir uns hier so langsam häuslich einrichten, merkt die das wieder. Fühlt sich so ein bisschen zu Hause, habe ich das Gefühl. Könnt ihr ja eine Story schreiben. Eine Geschichte. Weißt du, wenn ich was du noch auf dem Meer machst, Justin, aber ich weiß, du magst Haie. Aber komplett kuscheln muss auch nicht sein. Das schaffst du schon, Justin. Das haben wir auch geschafft. Einfach durchschwimmen. Die verfolgen dich nicht. Ist nicht mehr über Stranded Deep. Stopp, Adriano wurde einmal kurz angeknabbert. Ich wurde nicht einmal angeknabbert. Also kann ich nicht sagen, mussten Andi fragen. Kurz pullern. Naja, also ich wurde, glaube ich, zweimal, dreimal getroffen und habe es überlebt. Jetzt mit BHP, aber man hat es überlebt. Mal sehen, wie hoch ich den Tower bauen kann. Mach das. Ich bleib hier am nächsten Punkt sitzen. Ja. Wie viel Uhr haben wir es dann, Leute? 2 Uhr. Wie viel? 2 Uhr. 2? Ja, 2 Uhr. Boah. Ich will zwar nichts sagen. Aber. So langsam sollten wir Schluss machen. Muss sie nicht nach Hause? Warum hängt sie in den Arm? Vielleicht hat Justin ihr den Arm abgeschlagen. Dass sie nur zwei hat. Ja, drei Arme waren Justin zu viel. Kaum ist er Justin an Land, schon haut sie ab. Ich glaube, das ist echt vernarrt, den Kleinen.
Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll, aber ich bin auch echt übermüdet. Hab die jetzt wieder zurück oder hast du sie verscheucht? Also, Justine. Siehst du, hast doch fein hergeschafft. Die fehlt zwar ein Bein. Aber so soll es sein. Könntest mal deine Ohren waschen, Justin. Ja, hast du auch. Hast du auch irgendwas mitgebracht? Nee, ne? Hättest die Waffe holen müssen und zurück. Alter Mann. Dein Bart sieht so aus, als hättest du irgendwie Frost am Bart oder so. So, wenn die Haare so durch die Atemluft feucht werden und dann draußen es so kalt ist, dass es gefriert. Wo ist eigentlich der... Achso, du hast den mitgenommen, ne? Unseren Kevin. Naja, der ist aber schon mal hergegangen. Ich hab nichts mit ihm gemacht. Was ist denn eigentlich der... Das Grüne. Waren wir da schon? Wollen wir da hin? Das ist das, was ich gesagt habe. Wo wir hingehen. Das war diese Höhle. Ach so, stimmt. Ja, aber auf der linken Seite ist auch noch so ein... Ich weiß, wie ich in Discord aussehe. Ich weiß, ja, ist mir schon klar. Drei Höhlen. Mehr, es gibt mehr Höhlen sogar. Ja, vier. Mehr haben wir noch nicht angeguckt. Es wird dunkel, Leute. Ja. Ich will ein bisschen was trinken, dann komme ich zurück. Ja, kann man machen. Aha. Ich würde zwar nichts sagen, Justin, aber die folgt dir auf Schritt und Tritt. What's up? Morgen liegt er auf dir. Mit allen drei Armen festgekrallt. Mit allen vier, drei Beinen. Auch festgekrallt. Wie wirst du nicht mehr los? Zieht doch mal die Waffen aus der Hand, Jungs. Braucht mal ein Mädel hier bei uns schon. Holt ihr eure Äxte und Speere raus. Ist ihr irgendwas kompensieren oder was? Ist ja schlimm hier. Ich verzichte. Ist doch voll lieb. Ich schick sie zu dir. Warum zu mir? Ich finde die knuffig. Die ist ja voll lieb. Oh, das war aber graziös. Mhm. Guck, die will lieber zu dir. Das ist von mir weggelaufen und zu dir hingekommen. Die zeigt Emotionen. Ah, have the time of my life. La 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 la. Sag mal, kannst du mal aufhören, mich mit Steinen abzuwerfen? Wer ist das? Ist das du, Adriano, oder ist das der Typ da? Würde ich sagen, wie... Warum guckt die mich... Alter, Justin... Andi. Der Lappen. Du kleine Missgeburt. Ich habe auch noch Steine. What's up? Ich habe gleich meine Granate.
Wenn wir den Spielstand... Das ist die Frage. Wollen wir den Spielstand ernst nehmen? Dann kein Problem. Wenn wir den Spielstand nicht ernst nehmen... Ich mache halt mir da keinen Schaden. Das ist nerven wahrscheinlich. Wenn wir den Spielstand nicht ernst nehmen, würde ich gerne mal wissen, was passiert. Wenn ich ins Kreuz schieße. Ich öffne mal eine Lootbox. Ich habe Fleisch rausbekommen. Oder? Ja, da ist immer so Band drin. Nee, Fleisch. Aus der Lootbox. Ja. Gucken, was ich da drin habe. Ein Schokoriegel. Und Klebeband. Habe ich überhaupt Zeile? Ich habe eins noch. Nee, du hast keins mehr. Das ist rechts oben, neben dem Rucksack. Bandy. Ich habe nur noch... Nee, ich habe... 3 wahrscheinlich. Wozu brauchst du das? Ja, du hättest mir noch ein bisschen Knochenrüstung gebastelt. Nee, dafür gebe ich jetzt keine... Ja. Da müsste ich mal wieder in so ein Dörfchen rein. Nee, ich speichere jetzt mal ab. Ups. Platt gemacht. Das Zelt, was da vorne hinten lag. Was? Da hat er, glaube ich. Bin ich drauf gesprungen. Ja, das Problem ist, die Dinger kannst du halt nicht mehr aufsammeln. Doch, kannst du. Ich dachte nicht, dass es kaputt geht, deswegen. Aber. Muss es ausrüsten. Ich habe keine Ahnung, für was das gut ist. Außer so ein provisorisches. Unterstand. Speichern. Ja. Ich finde es halt nur schade, dass man die Folie nicht wieder einpacken kann. Bewegt euch nicht! Bewegt euch nicht! Steckt die Waffen weg! Ich will gucken, wer ein Geschenk kriegt. Ist doch klar, wer das Geschenk bekommt. Vielleicht sieht die dich ja als Papa, weil du so ein alter Mann bist. Andi? Die frisst unsere Bären. Was passiert, wenn ich sie abwerfe? Kansa? Kann sein. Hast du den Arsch offen? Ich wollte mal ausprobieren, was die starke Explosion ist. Ich meine, wir haben ja nicht gespeichert. Naja, wir haben vom Schlafgehen gespeichert eigentlich. Oder? Könnt ihr mal testen, was passiert, wenn ich ihr jetzt wirklich mal ins Gesicht schieße? Wollen wir es mal probieren? Es ist nicht gespeichert, aber es ist so grausam. Boah, jetzt voll in den Arsch geschossen. Oh, Mann. Ich verabschiede mich. Jetzt werde langsam müde. Soll ich es mal probieren? Was passiert? Vorher absprechen, oder?
war so nett zu uns. Die wollte nur Freunde haben. Boah, das ist so mies. Können wir die auseinandernehmen? Boah. Anscheinend nicht. Jetzt speichere ich. Warte, geh nochmal kurz weg. Geh mal ein bisschen weg. Ich werfe nochmal eine Granate. Weiter weg, Justin. Ich sag. Warte, Adi. Alter, wer war das? Das ist solche Arschlöcher. Ich mach jetzt mal Alt-F4. Nicht, dass das Spiel automatisch speichert. Oh mein Gott. Ihr seid jetzt alle rausgeflogen, ist okay. Mein New Bestie. Oh mein Gott, werdet ihr jetzt zu Kannibalen? Ich weiß nicht, das hat jetzt echt geschmerzt. Das hat mir jetzt echt in der Seele geschmerzt, sie zu klatschen. Aber wir können sie killen. Die hält aber viel aus. Oh, das tut mir so leid. Ich war eigentlich voll lieb. Gut. Wir hätten ja Kevin auch mal dann zum Ende noch töten können. Stimmt. Knackoper frisst schon ganze Zeit Füße, also ja, Juna. Ja, Justin, dass du irgendwie die Arme und Beine von den Eingeborenen frisst, ja, das ist jetzt die Frage. Ist man dann nicht eher so Negativ-Kannibale, wenn man Kannibalen frisst? Oder ist man dann der Überkannibale? Auf jeden Fall, der Justin steht voll auf Schweißfüße, wenn die so richtig schön stinken, so 3 Wochen in der Sonne gereift, im eigenen Sud. Das ist auch immer so, immer wenn du irgendwo hingehst, wo du deine Schuhe ausziehen musst, ist der Justin der Letzte, der reingeht, weil er immer noch an den Schuhen schnuppern muss. Macht ihn richtig geil. Legen wir zusammen mit so einem Schieber, ziehen wir dann über unsere Fußsohlen drüber, sammeln den ganzen Kram und schenken Justin dann eine Tasse voll Fußschweiß. Oh je. Oder schicken ihm dann unsere alten Socken. Kann man dann schön trocknen lassen und erst dann schicken, wenn die richtig schön hart sind, wenn man damit einen Nagel ins Brett kloppen kann. Naja, der Knackoper hat sich ja auch eine Blonde mit 3 Füßen, mit 3 Beinen angelächelt. Also von daher. Oh, er wird mich so hassen. Leute, ich werde jetzt auf Stream beenden klicken. War cool. Hat Spaß gemacht. Danke, dass ihr. Ich fand es eigentlich nicht so schlimm. Bitte? Ich fand das Force eigentlich nicht so schlimm. Also. Spiel jetzt nicht so schlimm. Morgens wird das erste Bein geleckt, mittags das zweite und abends das dritte. Aha. Interessant. Gut zu wissen. Alles klar. Das dritte Bein eines Mannes hat dann geleckt, oder was?
Und als Dank massiert sie mit der einen Hand den Stängel, mit der anderen linken Hand den linken Hodensack mit dem rechten Sack. Wird dann schön lang gezogen. Nein, nein, die ist lieb. Das ist ein Bestie, okay? Ihr Leute, macht's gut. Ja, frohes Schaffen.